Herr Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte einen kurzen Lagebericht eingehend bringen zur Personalsituation in unserem Bildungssystem, Schulsystem, in unserem Elementarbereich, in den Kindergärten auch, weil das sehr treffend von einer oberösterreichischen Tageszeitung beschrieben wurde, noch vor den Sommerferien, die getitelt hat: Eklatanter Lehrermangel, Schulen retten sich mit Sonderverträgen. Sie retten sich mit Überstunden, die Schulen, sie retten sich mit der Aufstockung von Lehrverpflichtungen, sie retten sich dadurch, dass sie Studenten heranziehen für den Unterricht oder auch, weil pensionierte Lehrer einspringen müssen. Doch nicht nur in den Schulen haben wir hier dieses Personalproblem, sondern wir haben die Probleme auch im Elementarbereich. Mit dem Ergebnis, dass erst vor wenigen Tagen hier in Wien vor der Votivkirche 5.000 Personen demonstriert haben, gekommen sind zur sogenannten Kindergarten-Demo, auch mit den Forderungen nach mehr Personal, nach kleineren Gruppen. Das tut die Regierung. Sie legt uns hier ein Gesetz zur Beschlussfassung vor, gegen das grundsätzlich nichts spricht. Und wir werden diesem Gesetz auch zustimmen als Freiheitliche. Aber die derzeit völlig unbefriedigende Situation, Herr Bundesminister, wird sich dadurch nicht auflösen. Es wird also hier so weitergehen. Es ist gut, einerseits, dass man Quereinstiegsmöglichkeiten schafft, dass man den Berufswechsel erleichtert. Das sollte grundsätzlich auch in den Schulen so möglich sein. Aber was tut die Regierung nicht oder was sollte die Regierung tun? Denn eines der wichtigsten Problemfelder in diesem Bereich ist, dass wir zwar an den berufsbildenden höheren Schulen für die Elementarpädagogik ausreichend Absolventen haben, viele Absolventen haben, aber nur wenige von ihnen werden nach der Matura tatsächlich auch in diesem Berufsfeld aktiv. Und dazu muss man ganz einfach auch in Angriff nehmen, hier die Arbeitsbedingungen, die Verdienstmöglichkeiten wirklich zu bearbeiten, zu ändern. Arbeitsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten variieren je nach Bundesland. Und ich denke, auch hier braucht es grundsätzlich eine einheitliche Regelung, die über das gesamte Bundesgebiet hier gleichlautend ist. Es braucht eine Attraktivierung der Besoldungs- und der Belohnungsmöglichkeiten. Und es muss auch für Männer diese Attraktivierung geschaffen werden, dass auch mehr Männer in diesen Beruf, in diese Sparte kommen. Frühkindliche Einrichtungen, unsere Kindergärten sind neben der Familie ein ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler unseres Bildungssystems. Die Kinderbetreuungseinrichtungen sind für unsere Kinder ein Lebensraum, in dem sie ergänzend zur Familie ein Umfeld vorfinden sollen, das ihnen die besten Entwicklungsmöglichkeiten, die besten Chancen sichert. Ein Punkt noch, Herr Bundesminister, zum Schluss. Ich denke auch, es wäre Aufgabe hier, private Initiativen massiv zu fördern und zu unterstützen. Der Ausbau von Betriebskindergärten bietet viele Vorteile, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Alleine das Beispiel der Arbeitszeiten, die entsprechend angepasst werden können. Die Vereinbarkeit, und das trifft vor allem Mütter, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wäre eine bessere. Es würde sich daran auch eine höhere Lebensqualität anschließen. Dieses Gesetz hier, das neue Quereinstiegsmöglichkeiten bietet, Hohes Haus, dem werden wir zustimmen. Aber das kann nicht der Schluss sein. Hier muss noch mehr kommen, hier muss noch mehr folgen. Denn unsere Kinder müssen uns das schlussendlich auch wert sein. Das war der Abgeordnete Hermann Brückel von der FPÖ. Er fordert auch eine Attraktivierung für Männer, als Kindergärtner zu arbeiten. Seine Partei unterstützt den Antrag.